Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Trom, eigentlich wollte ich eine nette Rede der Union gegenüber halten. Nicht ganz einfach nach Ihrer Rede, aber ich versuche es trotzdem, denn ganz ehrlich, wir brauchen Sie bei diesem Thema. Wenn man den Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks anhört, der dieses Gesetz kommentiert, dann sagt er nicht nur, eigentlich müsste man noch mehr von dem machen, was die Ampel gerade vorschlägt. Er sagt vor allen Dingen auch, was Deutschland ganz dringend braucht, ist eine Willkommenskultur. Eine Willkommenskultur, die die Menschen, die in unser Land kommen, einlädt, willkommen heißt und eben kein Klima schafft, das Ressentiments stört. Ressentiments gegenüber denen, die wir irgendwie nicht haben wollen. Ressentiments immer wieder gegenüber denjenigen, die vielleicht hier hinkommen könnten, um uns auszunutzen. Ich glaube, Sie haben den Kern eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht verstanden, wenn Sie diese Ressentiments immer wieder schüren. Weil die Menschen, die hier zu uns kommen als Fachkräfte, die haben einen Arbeitsplatz, die zahlen Steuern, die zahlen Sozialversicherungsbeiträge, die stärken am Ende unsere Sozialsysteme, wenn sie hierhin kommen und hier arbeiten. Darum geht es im Kern. Und das, was Sie immer wieder machen und was Sie auch in der Debatte um die Staatsangehörigkeit wieder machen, und auch da gehört das dazu, wenn man ein modernes Einwanderungsland sein will, dass man Menschen, die hierhin kommen, um hier zu arbeiten, auch Perspektiven bietet, dann kann man nicht vom Verramschen von Pässen sprechen. Dann kann man nicht Worte nutzen wie ein Black Friday, der im Kern auch noch eine rassistische Wortwahl ist, wenn man das zuspitzen muss. Ja, da schüren Sie Stimmungen gegenüber den Menschen, die hier schon lange leben, die hier leisten, dass sie Steuern zahlen, dass sie hier arbeiten, dass sie zu unserem Gemeinwesen beitragen. Und das ist genau die Kultur, die dazu führt, dass Menschen dann eben doch für ein anderes Land sich entscheiden und am Ende nicht für Deutschland. Und Herr Merz, wir waren beide gemeinsam letztes Jahr beim Tag der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Danach kamen mehrere IHK-Präsidenten zu mir und haben gesagt, danke, dass Sie über das Thema Fachkräfteeinwanderung gesprochen haben. Und können Sie bitte mit der Union reden, weil wir brauchen das so dringend. Aber die haben auch zu mir gesagt, die Wahrheit ist manchmal hart zu ertragen, aber die haben auch zu mir gesagt, streichen Sie das Wort Fach bei Fachkräften aus Ihrem Wortschatz. Wir brauchen tatsächlich in allen Bereichen Arbeitskräfte, die zu uns kommen. Wir können in den Hotels die Bars nicht mehr offen halten. Wir können grundlegende Dinge nicht mehr leisten. Unternehmen entscheiden sich eher, ihre Angebote zu reduzieren, weil sie keine Arbeitskräfte mehr haben. Wer mit offenen Augen durch unser Land läuft, der sieht überall die Warnzeichen. Die Kölner Verkehrsbetriebe, die das Angebot reduzieren müssen, weil sie kein Personal mehr haben. Auf der Friedrichstraße die Läden, die riesige Schilder vor der Tür stehen haben und sagen, wir suchen Verkäuferinnen. In Stralsund, an jedem Restaurant hängt ein Schild, wir suchen Arbeitskräfte, die hier mithelfen. An jeder Baustelle in Mecklenburg-Vorpommern, wir suchen Fachkräfte. Das ist die Folge Ihrer Politik von 16 Jahren. Sie ruinieren den deutschen Wirtschaftsstandort, wenn Sie so weitermachen. Ihre Politik ist wirtschaftsschädlich. Sie kostet die deutsche Wirtschaft jedes Jahr 86 Milliarden Euro, weil Sie nicht in der Lage sind, anzuerkennen, was jeder mittelständische Unternehmer in diesem Land uns immer wieder sagt. Laden Sie die Menschen ein. Wir brauchen Sie hier, und Sie müssen Teil unserer Gesellschaft werden. Und ich bin dankbar, dass es jetzt endlich eine Bundesregierung gibt, die schlichtweg die Realität anerkennt, die schlichtweg das Notwendige tut. Und wenn man Ihre Reden hier sieht, dann kann ich nur sagen, es ist gut, dass eine Ampel dieses Land regiert. Weil offensichtlich geht das nur in einer Regierung, an der die Union nicht beteiligt ist, dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz in diesem Land bekommen. Ein Einwanderungsgesetz, dass diejenigen besser unterstützt, die gut qualifiziert sind, die einen anerkannten Berufsabschluss haben. Da senken wir die Hürden. Ein Einwanderungsgesetz, das aber eben auch auf Berufserfahrung setzt. Warum sollte ein Unternehmer nicht in der Lage sein, selber zu entscheiden, dass die Berufserfahrung, die eine ausländische Fachkraft mitbringt, in seinem Unternehmen auch einen Mehrwert schafft? Warum sollte ein Unternehmer eine Fachkraft beschäftigen, die er nicht braucht? Haben Sie so wenig Zuversicht?
Vertrauen in das deutsche Unternehmertum. Das ist doch Unfug, was Sie hier unterstellen. Das Einzige, was wir machen, ist Entbürokratisierung, Vereinfachung, Hürden senken. Und das ist eigentlich das, was die Union wollen müsste. Wenn Sie sich gegen dieses Einwanderungsgesetz entscheiden, dann entscheiden Sie sich gegen die deutsche Wirtschaft. Dann entscheiden Sie sich gegen ein modernes Land. Dann stellen Sie Ideologie über Vernunft. Und das kann ich Ihnen wirklich nicht raten.